Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Und NSK, führender Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Auto News. Wir berichten über Aktuelles aus der Automobilwelt. Mein Name ist Anja Nowak. Siemens und Volvo starten E-Partnerschaft. Der Elektrokonzern Siemens und der schwedische Autobauer Volvo wollen künftig gemeinsam Elektroautos entwickeln. Es sei eine umfassende strategische Kooperation vereinbart worden, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Zusammen sollen die elektrische Antriebs- und Ladetechnik sowie die Leistungselektronik weiterentwickelt und der Einbau des E-Antriebs in das Volvo Modell C30 vorangebracht werden. Schon zum Jahresende 2011 sollen Testfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Ab der zweiten Jahreshälfte 2012 werden dann bis zu 200 Fahrzeuge an den Siemens-Konzern gehen, um sie auf ihre Alltagstauglichkeit zu prüfen. Siemens will über die Partnerschaft seine industrielle Führung bei der elektrischen Antriebstechnik auf den Automobilmarkt ausdehnen, hieß es. Volvo hingegen hofft nach Aussage von Unternehmenschef Stefan Jacobi auf einen deutlichen Fortschritt beim E-Antrieb in Richtung Serienproduktion. Volkswagen startet Motorenaufbereitung in China. Der Volkswagen-Konzern hat in China die erste Motorenaufbereitung eröffnet. Der Autohersteller will in seinem größten Absatzmarkt verstärkt kostengünstige und umweltfreundliche Lösungen fördern. Im ostchinesischen Dalian sollen nach Angaben des Unternehmens jährlich 15.000 Motoren aufbereitet werden. Mit den Austauschmotoren sollen Chinas Autofahrer erstmals bis zu 50% günstigere VW-Originalteile angeboten werden. Eine Ausweitung der Aufbereitung auf weitere Motorentypen sowie zusätzlich auf Getriebe ist in Planung. Zudem soll ein Prüfzentrum entstehen, in dem Getriebe und Motoren unter chinesischen Fahrgewohnheiten getestet werden. Magna investiert Millionen in E-Auto-Forschung in Ontario. Der größte Autoteilehersteller Nordamerikas, Magna, investiert umgerechnet 303 Millionen Euro in den Standort Aurora in Ontario, um die Technologie für elektrische Fahrzeuge weiterzuentwickeln. Magna International und Magna eCar planen insgesamt 19 Forschungsprojekte. Dazu zählen die Entwicklung neuer Konzepte für Elektroautos und neuer Autoteile für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie die Herstellung biobasierter Materialien, die Fahrzeuge leichter und dadurch kraftstoffsparend machen. Weitere Projekte beschäftigen sich mit alternativen Energien und der Verbesserung metallischer Leichtbauwerkstoffe. Mit diesen Innovationsvorhaben werden mehr als 700 neue Stellen geschaffen und 1.337 Jobs gesichert. Die Provinzregierung unterstützt die Projekte von Magna mit umgerechnet 34 Millionen Euro. Magna beschäftigt insgesamt rund 17.900 Angestellte in 44 Werken in Ontario. Japanische Hersteller holen Rückstand auf. Knapp ein halbes Jahr nach der Erdbeben- und Atomkatastrophe in Japan haben die Autobauer Toyota, Mazda und Nissan ihre Lieferrückstände aufgeholt. Allerdings werde sich die Katastrophe in den Geschäftszahlen für das laufende Jahr niederschlagen, da die Produktion im April und Mai unterbrochen werden musste. Normalisiert hat sich mittlerweile auch die Liefersituation der deutschen Automobilhersteller. Die plötzlichen Engpässe bei Elektronikbauteilen hätten im Frühjahr der gesamten Autobranche zu schaffen gemacht, sagte ein VW-Konzernsprecher in Wolfsburg. Auch der Autozulieferer Continental kann nach anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten Wochen nach dem schweren Beben wieder auf alle japanischen Lieferanten zurückgreifen.
Elektronikkomponenten für die Antriebssicherheits- und Informationstechnik in Autos seien problemlos zu bekommen. Zeitweilig war der Konzern auch von Produktionsrückgängen seiner Kunden in Japan betroffen. Aston Martin buhlt um Maybach. Der britische Sportwagenhersteller Aston Martin verhandelt mit Daimler über eine mögliche Zusammenarbeit. Dabei geht es neben denkbaren Partnerschaften, etwa im Motorenbau, auch um die in Kleinserie gefertigte Maybach-Edelmarke der Stuttgarter. Das sagte Aston Martin-Chef Ulrich Beetz einem Bericht zufolge. Daimler überlegt seit längerem, ob die Maybachs mit rund 200 Einheiten pro Jahr komplett eingestellt oder mit einem Partner weiterentwickelt werden sollen. Doch in diesem Jahr wird mit einer Entscheidung gerechnet. Dem Bericht zufolge verhandelt Aston Martin derzeit nach eigenen Angaben auch noch mit weiteren möglichen Partnern. Eine Entscheidung über die neue Zusammenarbeit solle noch bis Ende des Jahres fallen. Das waren die Autonews für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.